Herzlich willkommen zum Podcast Die digitale Bildungsrevolution. Mein Name ist Jörg Dreger, ich bin Vorstand der Bertelsmann Stiftung für Bildung und Digitalisierung und war früher Wissenschaftssenator in Hamburg. Es geht um digitale Bildung. Und es geht mir hier in diesem Podcast nicht um das, was viele von uns, vielleicht Sie mit Ihren Kindern, zu Hause erleben, nämlich während der Pandemie, dass der Unterricht vom Klassenzimmer ins Kinderzimmer gezoomt wird und dass die Kinder auf ein PDF-Arbeitsblatt gucken, statt auf ein kopiertes. In diesem Podcast soll es eher um das Revolutionäre gehen, darum, wo Digitalisierung wirklich die Bildung und in Teilen auch unsere Gesellschaft grundsätzlich verändert. Dafür haben mein Kollege Ralf Müller-Eiselt und ich vor einigen Jahren Beispiele in aller Welt in Form von kleineren Geschichten oder exemplarischen Zahlen mitgebracht und geben die auch gerne in die öffentliche Diskussion als kleine Anregung häufig zum Nachdenken. Lassen Sie mich bei dem spielerischen Lernen, worum es heute gehen soll, mit einem persönlichen Erlebnis starten. Vor langer, langer Zeit habe ich meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und eine der Voraussetzungen für die Arbeit als OP-Helfer war, dass man auch im Brandschutz geschult war. Und da saßen wir alle in einem Seminarraum am Nachmittag nach der Arbeit, müde, erschöpft und auch ein Stück gelangweilt, hörten einem Trainer zu, der uns erklärt hat, was wir im Brandfalle tun sollten. Hängen geblieben ist dabei, bei mir zumindest, nichts. Vor ein paar Jahren durfte ich das Personal eines Krankenhauses dabei beobachten, wie sie ein Lernspiel machten, in dem es auch um Brandschutz im Krankenhaus ging. Also, im Computer sozusagen brannte es und die Krankenschwester musste jetzt die Leitstelle informieren, die panischen Patienten beruhigen, klare Anweisungen geben, Entscheidungen treffen, die Flure von den Betten freiräumen und währenddessen tickte die Uhr und das Feuer breitete sich immer mehr aus. Adrenalin pur und ich konnte zumindest vom Beobachten sehen, diese Krankenschwester war mit Feuer und Flamme sozusagen dabei, versuchte, als ob es Realität wäre, die Patienten zu retten, der Feuerwehr den Zugang zu ihrer Station zu ermöglichen. Und ich bin sicher, bei dieser Dame ist ganz viel hängen geblieben von diesem Lernspiel, viel mehr als bei mir damals, als ich müde im Seminarzimmer saß. Und dieses persönliche Erlebnis, das führt mich zu meiner heutigen Geschichte. Und meine Geschichte über das spielerische Lernen heißt Die verlorenen zwei Drittel. Und anders als bei den Geschichten in den ersten beiden Podcasts, steht diese Zahl ganz am Anfang. Und zwar gibt es in den USA eine kleine Befragung, die ich sehr interessant finde. Und zwar haben Wissenschaftler Kinder befragt, in verschiedenen Altersgruppen, und haben ihnen immer die gleiche Frage gestellt. Do you love school? Magst du, liebst du die Schule, gehst du da gerne hin? Und bei den Vorschulkindern im Alter von 5, eine überwältigende Mehrheit, 95% der Kinder sagen, ja, ich liebe die Schule, ich gehe da gerne hin. Und mit zunehmendem Alter, 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse und so weiter, sinkt von Jahr zu Jahr die Begeisterung für die Schule. Und in der 9. Klasse wird der Tiefpunkt erreicht. Nur noch 37% der Kinder sagen, ja, ich liebe Schule, ich gehe gerne hin. 2/3 der Kinder geht die Freude am Lernen und der Schule verloren. Was ist da passiert? Kinder, kleine Kinder, lernen durch Spielen. Also, sie balancieren über auf dem Spielplatz und lernen Motorik. Sie spielen ein Rollenspiel und lernen Sozialverhalten. Sie spielen mit Bauklötzen und lernen räumliches Denken. Das ist spielerisches Lernen, zu dem niemand gezwungen werden muss. Aber je älter wir werden, desto mehr wird diese natürliche Einheit von Spielen und Lernen getrennt. Also, ja, mach zuerst deine Hausaufgaben, lerne, und zur Belohnung darfst du dann spielen gehen. Das funktioniert aber nicht und wir verlieren 2/3 der Kinder und das Bildungssystem wird zum Spielverderber. Und vom Bildungssystem und der Schule
nehme ich jetzt mal einen anderen Blick und gucke, was bei Computerspielen passiert. Und das mag für manche von uns Eltern ein etwas geplagter Blick sein, weil wir unsere eigenen Kinder sehen, wie sie teilweise stundenlang und viel zu lang vor diesen Computerspielen hängen und manchmal sogar das Essen und Schlafen vergessen. Was ist denn in einem Computerspiel anders, was so fasziniert und was so die Kinder bindet an den Bildschirm, als das beim Lernen und der Schule der Fall ist? Also, erstmal, die Spieler hangeln sich von Level zu Level. Ein gutes Computerspiel ist nie dauerhaft zu schwierig, aber auch nie dauerhaft zu leicht. Also Erfolg und Scheitern wechseln einander ab. Und es braucht ein paar Anläufe, bis ich den Level, das Niveau bewältige, bis es schwieriger wird. Und auf einem schwierigeren Niveau brauche ich wieder ein paar Anläufe, bis ich es wieder bewältigen kann. Ich rutsche nicht von Niveau zu Niveau so automatisch durch, das wäre langweilig. Und ich scheitere eben auch nicht 10-mal hintereinander an dem Gleichen, das würde mich überfordern. Aber genau das geschieht leider in der Schule mit vielen Kindern. Für manche ist es so leicht, dass sie dauerhaft gelangweilt sind und für andere ist es viel zu schwierig, dass sie dauerhaft überfordert sind. Das Zweite, was bei einem Computerspiel geschieht, ist unmittelbares Feedback. Also, ich tue etwas und sofort beim Scheitern wie beim Erfolg kriege ich eine Reaktion des Spieles. Feedback in der Schule gibt es häufig bei eingereichten Hausaufgaben erst nach Tagen und nicht in dem Moment, wo ich an der Aufgabe sitze. Bei Klausuren teilweise nach Wochen und beim Zeugnis am Ende des Jahres vielleicht nach Monaten. Das ist viel zu spät. Ja, und drittens, im Spiel bin ich kein Zuschauer. Ich bin Teilnehmer, ich steuere, ich bin aktiv, ich kontrolliere den Spielfluss. Und auch das bräuchten wir eigentlich in der Schule, also mehr Learning by Doing, wie die Amerikaner sagen würden, also mehr eben selber machen als Teaching by Telling. Aber Teaching by Telling, also erzählt bekommen, wie es funktioniert, das ist leider heute noch häufig die Realität in der Schule. Und überlegen Sie mal, wie das bei kleinen Kindern wäre. Ja? Also die Kindergärtnerin spielt den Kindern etwas vor und die Kinder sollen zuschauen, würde es ein Riesengekreische geben. In der Schule, auch bei Grundschulkindern, genau das geschieht aber. Ja, und letztens lerne ich natürlich auch was bei einem Computerspiel, aber ich lerne die Dinge, die ich sofort brauche, um auf das nächste Niveau zu kommen, um ein Hindernis zu überwinden. Und ich lerne nicht Dinge, wie leider häufig in der Schule, die ich erst Jahre später brauche, weil mir jahrelang die Grundlagen von etwas in der Mathematik, in der Biologie oder Ähnlichem beigebracht werden. Und erst Jahre später begreife ich sozusagen, wozu ich diese Grundlagen brauche. Ja, und wenn man jetzt die Langeweile und Überforderung in der Schule und die Faszination des Computerspiels zusammendenkt, dann komme ich bei guter Lernsoftware an. Und die greift eben genau diese Elemente aus der Spielindustrie auf. Und sie ermöglicht uns spielerisches Lernen. Es gibt kleine Lernschritte in verschiedenen Leveln. Jeder Einzelne geht in seinem Tempo. Und die sind nie so leicht, dass ich immer sofort Erfolg habe. Aber auch nie so schwierig, dass ich immer scheitere. Wie bei so einem Spiel. Zweimal scheitern, beim dritten Mal Erfolg. Das bringt den Flow, das bringt die Motivation. Ja, und dann gibt es sofortiges Feedback. Ich mache eine Aufgabe falsch, der Computer sagt mir sofort, was ich falsch gemacht habe, schickt mich vielleicht zurück oder belohnt mich. Ja, er sagt richtig und schafft eben diesen Flow, dass ich sofort mit dem Feedback weitermachen kann. Der Lerner ist aktiv. Ja, wenn er Aufgaben löst, dann kommt er nach vorne. Macht er es langsamer, dann geht es eben auch langsamer. Und es gibt Anerkennung. Also es muss blinken und bimmeln. Das klingt so trivial, aber ich möchte mit einer kleinen Geschichte, die mich auch irgendwie gegriffen hat, enden, die zeigt, wie wichtig eben solche Art der Anerkennung ist. Das waren zwei Lehrerinnen, die mir erzählten, wie sie mit Hilfe eines spielerischen Mathematikprogrammes in einer Willkommensklasse in Berlin eben Mathematik unterrichteten. Für Kinder, die geflohen waren, da waren auch viele Kinder mit besonderem Förderbedarf, denen Mathematik wirklich schwer fiel und die ganz selten auch Erfolge hatten.
Und sie erzählten, wie sie in der Klasse eben mit diesem Lernsoftware arbeiteten. Die Kinder arbeiteten in eigenen Geschwindigkeit. Und es war ein Kind dabei, was mit viel Förderbedarf wirklich langsam war, was ganz selten eine Aufgabe bewältigte, relativ einfache Aufgaben von diesem Lernprogramm vorgeschlagen wurde. Und das wussten natürlich auch die anderen Kinder, dass dieses eine Kind eben eher langsam ist und eher hinterherhinkte. Die Kinder bekamen für jede richtige gelöste Aufgabe ein virtuelles kleines Goldstückchen in ihre Goldkiste in dem Computer als Belohnung. Und wenn die Kiste voll war, dann entleerte sie sich. Und das Entleeren machte im Computer ein Riesengeräusch, also es klimperte, es raschelte und alle konnten hören und miterleben in der Klasse, dass ein Kind Erfolg hatte. Und als diese Lehrerin mir beschrieben, was passierte, als dieses Förderkind, was immer hinterherhinkte, zum ersten Mal es schaffte, die Kiste zu füllen und alle Klassenkameraden sahen, dass dieses Kind Erfolg hatte, stand die ganze Klasse auf und hat ihrem Klassenkameraden applaudiert. Anerkennung, spielerisches Lernen, das schafft Motivation. Und dieses Kind, da bin ich ganz sicher, was diese Lehrerinnen unterrichtet haben, was diese Anerkennung bekommen hat, das wird nicht lange zu den total verlorenen zwei Dritteln gehören, die sagen, ach, Schule, das macht mir keinen Spaß. So ein Kind wird zurückgewonnen für den Lernprozess, weil es eben spielerisch auf seinem eigenen Niveau lernen kann und dafür sichtbar auch vor seinen Klassenkameraden belohnt wird. Also Lernen darf nicht nur Spaß machen, es muss Spaß machen. Denn diese positiven Emotionen, die entstehen, wenn Dinge Spaß machen, die sorgen genau dafür, dass wir Sachen leichter verstehen und dass sie eben besser behalten werden können. Und das zeigt, Digitalisierung kann eben Dinge in den Fluss bringen, kann uns diese Motivation geben, uns in diesen Flow bringen, dass wir fasziniert sind, dass wir dabei bleiben beim Lernen und nicht nur beim Computerspielen. Ja, das war das spielerische Lernen, mein Podcast für heute. In den Shownotes finden Sie die eine oder andere Information. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich natürlich unheimlich freuen, Sie auch bei den weiteren Ausflügen in die digitale Bildungsrevolution wieder dabei zu haben. Dann geht es um Orientierung und Matching und vernetztes Lernen. Also ein paar Themen habe ich noch. Und wie gesagt, Ihr Jörg Dreger freut sich, wenn Sie wieder zuhören. Herzlichen Dank.